Was auch immer ihr für Emotionen spürt, und Angst ist nun mal eine sehr, sehr tief verwurzelte, nehmen wir mal die Angst. Es liegt ein Geschenk hierin verborgen. Und ihr entscheidet, wann ihr es auspackt. Hallo liebe Menschen da draußen. Ich möchte heute mit euch über das Thema reden, wie kann ich meiner Angst liebevoll begegnen. Und ich habe mich gerade hingesetzt und mich gefragt, worüber könnte ich denn in meinem nächsten Video sprechen? Und da liegt eine Sache sehr, sehr nahe. Denn, wie ich bereits erwähnt habe, habe ich große Widerstände, vor der Kamera zu sprechen. ich winde mich oder ich habe mich sehr gewunden, wie ein Aal, möchte man sagen. Und warum? Weil ich Angst habe. Da sitzt scheinbar eine Angst in mir, die mich da blockiert oder blockiert hat. Und ja, die mich da erstmal in eine Art von Lähmung gebracht hat. So, und wenn ich jetzt natürlich beginne, meine Videos zu machen und mit euch zu teilen, und dann möchte ich natürlich aus meiner Wahrheit sprechen und ich möchte aus meinem Leben mit euch sprechen und das teilen, was ich für mich gelernt habe, um euch auch zu inspirieren. Und was liegt da nahe? Da liegt natürlich nahe, direkt in meinen jetzigen Prozess zu gehen. Und deswegen mache ich dieses Video, wie begegne ich liebevoll meiner Angst. Das heißt, ich sitze in diesem Moment hier oder im Vorfeld, verspüre Angst, verspüre ein Zusammenziehen, einen Widerstand und sage mir, ja, scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach mal. Was auch immer das bei euch sei, also in meinem Fall eben die Angst vor einer Kamera zu sprechen, vielleicht ist es bei euch etwas anderes. Natürlich könnt ihr euch vielleicht auch mit diesem Thema, was ich habe, verbinden. Aber was es auch immer sei, ich möchte mit euch jetzt in diesem Video eine kleine Übung zu diesem Thema machen, dass wir ganz direkt dort einsteigen. Ja? Also unsere Emotionen, unsere Ängste sind ja nichts anderes als Lehrmeister, die uns auf gewisse Dinge hinweisen wollen und die uns im Grunde genommen helfen wollen. Es liegt aber an uns, hinzuhören. Ja? Und das möchte ich heute mit euch tun. Das heißt, spürt mal in euch rein, ob ihr fühlen könnt, in welcher Situation ihr wirklich große, große Widerstände hattet, wo es euch, wo ihr euch einfach vorgedrückt habt, tagelang, vielleicht wochenlang, vielleicht monatelang, was für euch immer wieder eine Herausforderung ist, diesem zu begegnen. Das kann sein, sich mit einer gewissen Person zu treffen, oder das kann sein, ein Verkaufsgespräch zu führen oder eben ja, sich zu verkaufen und den richtigen Preis auszuhandeln. Da haben viele Ängste. Oder auf einer Bühne zu stehen und etwas zu erzählen. Oder beim ersten Date, das, was es da auch immer sei. Vielleicht kannst du dich mit einem verbinden, jetzt in diesem Moment. Und ich verbinde mich mit meiner Angst, vor der Kamera zu sprechen, was ich in diesem Moment gerade tue. Das heißt, setz dich mal ganz entspannt hin und schließ deine Augen. Und nimm einfach in deinem Körper wahr, wo diese Angst sitzt, wo sie in deinem Körper spürbar ist, ja? Spürst du sie vielleicht in der Brust? Wird es eng? Beobachte nun auch deine Atmung. Wo geht dein Atem hin, wenn du dich ganz diese Angst hineinspürst?
Atmest du schnell, hoch oder tief? Jetzt schau einmal, wie deine Atmung sich auf deinen Körper auswirkt. Das heißt, fühlst du dich wohl mit dieser Art von Atmung? Fühlst du dich wohl mit diesem Körpergefühl? Und ohne es zu bewerten, lass es einfach mal da sein. Nimm dieses Körpergefühl einfach wahr. So wie es ist. Sag mal innerlich Ja zu diesem Körpergefühl. Und wenn du das getan hast, dann kannst du auch innerlich zu dieser Angst, die dieses Körpergefühl auslöst, sagen, ja, ich sehe dich jetzt. Und sag mal ja, wirklich aus dem Herzen, ja, ich sehe dich jetzt. Ja, ich nehme dich jetzt an. Schau jetzt mal, was mit deiner Atmung passiert. Ob sie sich vielleicht verändert. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Stell dir vor, deine Angst ist wie ein kleines Kind. Wenn du vor einem kleinen Kind stehst, das Angst hat, dann drückst du es ja auch nicht weg und sagst, das will ich jetzt aber nicht sehen. Folge mal dem Impuls, was du tun würdest, wenn vor dir ein kleines Kind steht mit Angst. Schau mal, was in deinem Innern passiert, wenn du dieses kleine Kind mit dieser Angst in dir in den Arm nimmst, wenn du auf es zugehst und es in den Arm nimmst. Schau auch wieder hier, was mit deinem Körper passiert. Schau, was mit deiner Atmung passiert. Fühl rein, was sich verändert. Und fühl rein, was mit der Angst passiert. Vielleicht löst sie sich schon ein Stück auf. Vielleicht ist sie noch da. Vielleicht ist die Atmung immer noch ein bisschen hochgelagert. Aber vielleicht kannst du schon viel liebevoller mit dir selbst sein. In deiner Selbstannahme. Und jetzt gehen wir noch einen dritten Schritt weiter. Jetzt kannst du dieses kleine Kind mit der Angst in deinen Armen, diese Angst, die in deinem Körper ist, mal fragen, was möchtest du mir denn sagen? Frag es mal. Was möchtest du mir sagen? Und jetzt hör einfach mal zu. Vielleicht kommt ein Satz. Vielleicht kommt eine Erinnerung an eine Situation, die du mal erlebt hast, vielleicht weit zurück, vielleicht aus deiner Kindheit. Sag dir den Satz, was möchtest du mir sagen? Ja, und spür da mal rein, wenn da was kommt. Das ist eine sehr, sehr schöne, gute Erkenntnis. Diese Situation, was auch immer dort war, vielleicht eine Erfahrung, schau sie liebevoll an und schau vielleicht das Kind an, das in dieser Situation war und sag diesem Kind in deinen Armen, es ist alles gut, du bist in Sicherheit.
was auch immer es war oder was auch immer für eine Botschaft du bekommen hast, sag diesem Kind einfach, es ist alles gut, du bist in Sicherheit. Jetzt nimm an dieser Stelle noch 1 bis 2 tiefe Atemzüge. Und achte mal darauf, wie sich deine Atmung nun verändert hat im Gegensatz zum Anfang der Übung. Und wenn du soweit bist, dann kannst du die Augen öffnen. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich gerade schon viel, viel ruhiger, sehr viel mehr in meiner Mitte und vor allen Dingen habe ich ganz, ganz viel Liebe für mich selbst und für die Emotion Angst und den Widerstand, der in mir ist oder war und den ich gerade anschauen durfte, den ich mir erlaubt habe anzuschauen. Und schaut mal hin, was unsere Ängste tatsächlich bewirken können. Dass ich jetzt hier sitze und dieses Video mache, ist allein der Tatsache geschuldet, dass diese Angst sich bei mir gemeldet hat. Ja? Das bedeutet, in unseren Ängsten liegen Geschenke. Wer weiß, ob ich mich sonst hier hingesetzt hätte und so intensiv über das Thema zu reden, diese Übung mit euch zu machen, wenn diese Angst nicht bei mir selbst angeklopft hätte. Und das möchte ich mir euch auf den Weg geben. Was auch immer ihr für Emotionen spürt, und Angst ist nun mal eine sehr, sehr tief verwurzelte, nehmen wir mal die Angst. Natürlich wollen wir sie immer erstes mal wegdrängen. Aber mit dieser Erfahrung und dieser Übung einfach mal in das Bewusstsein gehen, es liegt ein Geschenk hierin verborgen. Und ihr entscheidet, wann ihr es auspackt. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen und fürs Mitmachen der kleinen Meditation und ich freue mich, ja, euch das nächste Video ganz bald zu präsentieren. Eure Germaid. Ciao.